Hallo und schönen guten Morgen, liebe Architekturstudenten. Da ist der Architekturnomad. Es geht um die Rhino 7 Bestellung. Ich bin gestern einmal alles durchgegangen. Wir haben 122 bezahlte und 46 offene Bestellungen drinnen. Jeder, der bereits eingeschrieben war, hat von mir gestern eine E-Mail erhalten. Es tut mir leid, es hat ein bisschen länger gedauert. Ich bin gerade beim Hin- und Hersiedeln, Firmen, Wohnungen. Schönstiges, ziemlich eingeteilt, deswegen. Ich mache das auch neben dem Studium, also es ist nicht gerade so, dass ich laufend viel Zeit habe. Deswegen hat es jetzt ein bisschen gedauert, aber alle, die eine E-Mail gekriegt haben, sofern die E-Mail richtig war, und bitte schaut auf eure E-Mails, es waren unzählige UIBK-Verwechslungen drinnen, Fehlungen drinnen, es waren Student ohne N drinnen. Genau schauen, weil ansonsten kommt eure Lizenzschlüssel nicht an. Zu alle, die was keine Student-Adresse reingetan haben, bitte schaut, dass die ändert. Eine GMX oder Hotmail oder was auch immer Adresse ist normalerweise vom McNeil nicht anerkannt. Also ich werde unzählige Rückmeldungen kriegen, dass diese Adresse keine Uni-Adresse ist und deswegen bitte ändern. Also sollte es eine E-Mail gegeben haben, die bei euch auf eurer privaten Adresse angekommen ist, bitte dringendst ändern. Ja, wie geht's weiter? Steht eigentlich im Mail, aber ich sag's nochmal dazu für alle, die noch Interesse haben. Der Slot ist offen bis 31.10. Dann ist die Seite weg und es gehen keine Bestellungen mehr. Ich habe dann noch 2, maximal 3 Tage Zeit, dass die Zahlungen eintreffen und dann ist es vorbei. Dann geht meine Bestellung raus. Wer bis dorthin bezahlt hat, ist gut. Wer nicht und später bezahlt hat, kriegt sein Geld wieder retour. Und alle anderen sind halt einfach nicht dabei. Es geht dann wieder weiter im nächsten Herbst. Dann dauert es 5, 6, 7 Tage, weil die müssen das alles einspülen. Die prüfen natürlich alles. Und dann wird gesammelt normalerweise eine Hundertschaft an E-Mails an euch erlassen, wo euer Lizenzschlüssel drinnen ist. Bitte speichert diesen Schlüssel irgendwo ab und druckt ihn aus. Das ist euer offizieller Komplettzugang zu Rhino 7. Soll heißen, wenn ihr in Zukunft irgendwann einmal das Programm deinstalliert, euer Computer crasht oder schon etwas, mit dem Schlüssel kommt ihr wieder rein. Natürlich seid ihr auch unter eurer E-Mail-Adresse bei McNeil gespeichert. Sollte es irgendwelche Schwierigkeiten bezüglich Backup oder sonstiges geben, einfach dort melden, nicht bei mir. Ich habe da keinen Zugriff drauf, weder auf irgendwelche Schlüssel noch auf irgendwelche Zugangsdaten. Das ist alles nicht bei mir. Ich bin nur irgendeine Ansprechperson da in Innsbruck. Und das auch nur für kurze Zeit, sobald die Bestellung an McNeil gegangen ist, ist nur mehr McNeil für euch zuständig. Ja, das war's soweit. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins Studium reingekommen. Ich hoffe, es läuft alles flockig. Und ja, jetzt habt ihr in Kürze ein wirklich offizielles Planungsprogramm, das ihr sogar kommerziell nutzen könnt und das keine weiteren Updates soweit braucht. Außer es gibt dann irgendwann eine neue Version. Die braucht es nicht, die kann man machen. Ihr werdet halt merken, dass manche Funktionen dann fehlen. Aber zwischen 2.5 und 2.5, zwischen Version 5 und 6 waren 10 Jahre. Jetzt 6 und 7 war ein bisschen schneller, das war 2 Jahre oder 2,5. Und Kosmos, die 8er steht aus. Also auch wenn viele schreiben, die ist bald am Kommen, ich habe noch nichts gehört. Normalerweise gebe ich das weiter, sobald ich es habe. Bis jetzt ist noch nichts am Programm. Gut, dann wünsche ich euch einen schönen Tag und genießt die kurze Woche. Ciao, ciao.